Guten Abend und herzlich willkommen zu «Credit Direct Talk» am Donnerstag. Mein Gast heute ist der Comedian Charles Nguela. Guten Abend. Guten Abend. Wir leben in turbulenten Zeiten und ein paar werden sagen, in nicht wahnsinnig humorvollen Zeiten. Jetzt ist der Humor ja gerade die Arbeit des Comedian. Wie oft ist Ihnen in den letzten Wochen und Monaten das Lachen vergangen? Ich glaube, sobald wir den Shutdown hatten, zum Beispiel, ist es natürlich für uns Künstler überhaupt nicht lustig gewesen. Ja. Weil es hat auch nicht wirklich einen Plan gehabt, wie wir, wie es in Zukunft wird dann, aussehen. Aber mit der Zeit hat man sich dann daran gewöhnt. Weil dann sage ich, hast du einen Plan gemacht und hast dir überlegt, was will ich machen nach dem Lockdown. Und dann hat es ein bisschen Hoffnung gegeben, dass alles wieder gut kommt. Und dann, eben das jetzt in den USA, hat gerade nochmal einen Stoss gegeben. Es kommt wahnsinnig viel zusammen. Ja, genau. Wir haben die berufliche Unsicherheit, die Sie ansprechen, dann die politischen Situationen, die es gibt. Wir leben auch so in aufgeregter Zeit, da habe ich manchmal das Gefühl. Wir reden im Moment in der Schweiz sehr über Themen wie Rassismus, auch über Themen wie Mohrenkopf, darf man das noch sagen? Es gibt, seit heute wissen wir, es gibt auch Uncle Ben's Reis, wird es nicht mehr so geben, wie man es kennt. Sie sagen von sich selber, sie machen eine nicht korrekte und auch also eine Comedy, die anstoßen soll, anregen. Müssen Sie jetzt irgendwo durch Ihr Geschäftsmodell ein bisschen ändern? Müssen Sie jetzt eine andere Comedy machen in Zukunft? Nein, es geht, weil eigentlich das, was ich dann mache, ist, ich gebe den Leuten die Möglichkeit, an eine Show zu kommen. Und ich rede ja nicht nur über Rassismus. Ich rede über alles, unsere Gesellschaft, egal was. Ich gebe den Leuten dann die Möglichkeit, dorthin zu kommen, etwas können darüber lachen können. Auf eine respektvolle Art und Weise erkennen, hey, wir alle denken ja fast gleich, aber trotzdem mit dem Gefühl, also dass sie dann rausgehen und denken, hey, ich sollte mal darüber nachdenken, ob das alles okay ist. Zum Beispiel wie mit der Mohrenkopf-Debatte. Meiner Meinung nach haben sie nicht so stark am Anfang dürfen, polarisieren. Sie haben einfach zuerst mal die Leute sollen mal die Geschichte aufklären, woher es kommt. Und mit diesen Informationen dann hätte man die Diskussion dann anfangen können. Weil ich glaube, es wäre dann ganz anders gewesen, wenn die Leute wirklich den genauen Hintergrund gewusst hätten, woher es kommt und warum Leute das eben wegwenden. Ist das auch Futter für Comedy, also im übertragenen Sinn? Haben Sie schon einen Mohrenkopfwitz im Kopf? Nein, überhaupt nicht. Das muss ich sagen. Nein, überhaupt nicht. Die Debatte finde ich einfach, es ist für mich als Comedian zu heiß, um im Moment darüber können Witze machen. Und ich finde, wir sollten zuerst mal den Leuten erklären, woher es kommt. Ja. Und wenn dann jemand findet, so, ich will es nicht hören, es ist mir egal, dann sage ich immer, dann frag doch deine Kinder, ob sie das okay finden. Weil sie müssen ja damit leben, dass wir ein Dessert haben, das eigentlich repräsentiert von den Köpfen von den abgeschlachtete Feinde von der christlichen Adler, wo dann damals eben die Mauerköpfe übersetzt. Im Französischen heißt «Tête de Neck». Es ist eigentlich eine Trophäe, um Leuten zu zeigen, hey, wir haben über die gecast. Und ich glaube, wenn du das Kind zeigst, hey, findest du okay, dass wir das Dessert haben von deiner Kollegin, so in der Kita, ihre Vorfahren, findest du es okay, wenn wir so ein Dessert haben? Das Kind wird sich schon überlegen. Sagen, nein, ich finde es eigentlich nicht so okay. Zum Schluss mit in der Diskussion, ja, genau, ja. Thema, wo wir auch in der ansprechen in dieser Sendung. Ja. Wir haben Ihren Humor und Ihre Comedy angesprochen. Jetzt kann man viel über Comedy reden, aber manchmal muss man sie eben auch hören. Und für die ganz wenigen, die noch nicht wissen, was für Humor der Charles Nguela macht, wie seine Comedy aussieht, haben wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Programm. Sicher. Zum ersten Mal in der Geschichte von Europa sind mehr Afrikaner nicht mehr die Hauptverdächtigen. Oh, ich lieb's! Ich habe gesagt, ich könnte in Zürich am Bahnhof stehen und nicht ein Kilo Marihuana nicht mit. Ein Polizist könnte an mir vorbeilaufen und sagen, ist das Marihuana? Ich würde den Polizist anschauen und ich würde sagen, ich weiß, es sieht mega schlimm aus, aber bei allem Respekt. Warum hat der Ahmed dort hinten keinen Rucksack mehr? Also wir sehen, tabulos, politisch inkorrekt, Ihre eigenen Worte. Jetzt gibt es die berühmte Debatte von Kurt Tucholsky, damals, was darf Satire? Man kann natürlich auch sagen, was darf Humor? Darf Humor Witz über Schwarze machen?
Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was für einen Witz ich mache. Ich habe mit der Zeit immer gelernt. Zum Teil kommt es darauf an, wer es sagt, aber es kommt auch immer darauf an, wie du es sagst. Also wenn du einen Witz machst, der Hass schürt, dann ist klar, du bekommst so eine Gegenreaktion. Aber wenn du zum Beispiel eben meinen Witz jetzt wegen Ahmed, wenn man das hinterfragt, was ich eigentlich damit will sagen, es gibt immer in der Gesellschaft eine Gruppierung, die in dem Moment oder anhand von Ereignissen immer drankommt. Und auch dem, dass ich der Polizist sage, aber warum hat der Ahmed keinen Rucksack an? Wir wissen das von mir, dass die Gesellschaft eher auf das Auge schaut, aber jetzt auch für Leute so wie der Ahmed. Jetzt können wir natürlich sagen, jetzt macht eine Minorität einen Witz über eine andere Minorität. Ist das redlich? Darf man? Ich würde es nicht unbedingt als Witz sagen. Ich mache mich ja nicht lächerlich über die Leute. Ich zeige das Thema in einem Witz verpackt. Es ist so, dass du kannst, es sind Vorurteile, die du dann auch hast. Kannst du kurz darüber lachen und denken, ah gut, habe ich auch schon mal gedacht. Aber trotzdem überleistest du das und denkst, ja stimmt, das habe ich wirklich auch. Was machen Sie sich für Überlegungen, wenn die Leute im Publikum darüber lachen? Wir haben die auch gesehen. Ich nehme an, viele werden sich zuerst überlegen, darf ich das überhaupt? Was sind da für Überlegungen dahinter? Es sind viele. Zum Beispiel auch, wenn ich über Frauenrechte rede. Ja. Ich weiß, sie auch viel aufnehmen. Das nehme ich auch viel auf. Und ich weiss, es gibt Leute, die gerade, jetzt kommt das ein schönes Thema. Ich habe dann immer Angst, dass 10% der Leute das falsch verstehen und ich Vorurteile nur noch verstärke. Ja. Das ist etwas, die Gefahr besteht natürlich. Die Gefahr besteht immer. Ich passe immer sehr auf das Wege. Ich achte mich dann darauf, wenn ich so etwas sage, dass jeder auf eine unschuldige Art und Weise sich selber erkennen kann und trotzdem mit gesundem Menschenverstand danach kann fragen kann, ist eigentlich schon etwas, was man sich überlegen muss. Ja. Eigentlich. Weil ein Witz, wenn du Witze machst, du bist nicht wie ein Politiker, der dorthin steht und sagt, ihr müsst das machen, du machst das. Wenn du Witze machst, ist es eher, du gibst den Leuten einen Raum, einen Ort, wo nicht auf den Finger auf einem gezeigt wird. Ein freier Raum, wo du darüber lachen kannst, aber auch darüber reden kannst. Jetzt machen Sie das ja in einer sehr humorvollen Art natürlich und auch so in einer angenehmen Art. Es gibt andere Comedians, gerade in Amerika zum Beispiel, einer von den grossen Vorbildern, der Dave Chappelle. Ja. Der macht auch als schwarzer Comedian nimmt er die Themen auf. Ja. Er hat eine andere Tonalität. Und ich würde gerne mal in einen von seinen Sketches hineinhören. Ja. Is this different for us? We're scared of black people, are scared of police, man. My house got broken into. You think I called the cops? My house is too nice. It's not a real nice house, but they never believe I live there. This one's open the door, man. Oh, he's still here. Open and shut case, Johnson. Apparently this nigger broke in and hung up pictures of his family everywhere. Also man merkt, der Ton ist ein bisschen schärfer, auch ein bisschen angriffiger. Ja. Ich weiss, Sie machen sich sehr viel Gedanken über Arten von Comedy und wer mit was irgendwo auch aus dem Publikum rauskützeln. Lassen Sie vielleicht Ihres Publikum fast ein bisschen Licht vom Haken, wenn Sie jetzt das vergleichen mit dem Dave Chappelle? Es kommt darauf an. Es gibt Momente in meinen Shows, wo ich dann bewusst will, dass es still wird. Mir ist bewusst, dass was ich sage auch, für das das sorgt. Aber ich, sobald man es wieder auflockert, ist es viel einfacher, dass es in den Leuten, in den Köpfen bleibt. Weil mit Freude, es bleibt dann schneller. Du gehst nicht gerade in eine defensive Position, wenn du über das Thema nachdenkst. Ja. Wenn es bei dir schon friedlich ankommt. Deswegen, und warum ich es auch so mache, ist, weil ich habe viel von Nelson Mandela gelernt. Sie sind in Südafrika gelebt, als Kind. Ja, er hat das grösste Blutbad meiner Meinung nach in Afrika verhindert, weil er dann gesagt hat, hey, wir hocken jetzt alle an dem Tisch, wir sagen alle die Wahrheit, dass jeder weiss, wer was gemacht hat und wir lernen einander zu verzeihen. Und nur so können die Leute miteinander reden. Ausser wenn er es anders gemacht hat, die haben das falsch gemacht, wir müssen die vor Gericht ziehen, es wäre nur noch härter geworden, es wäre nur noch mehr Hass herum gewesen, es wäre viel schwieriger gewesen, die Wahrheit aus den Leuten rauszukriegen und vor allem, dass die Leute zulassen. Und auf Ihr Beispiel oder auf Ihre Person gemünzt, also mit Humor kann man auch verbinden, kann man auch verzeihen? Auf jeden Fall, weil wenn es einem schlecht geht, das habe ich ja schon
immer bei den Leuten gesehen, verschiedene Menschen, schwarz, weiß, reich, arm, mit seinem Publikum hocken und sie über das Gleiche lachen. Es gibt immer ein, zwei Momente, wo du merkst, wo jemand lacht und rundherum schaut. Und in diesem Moment merkst du immer, wie die Person kurz merkt, boah, das ist doch mega schön, das verbindet uns. Der Moment. Es zeigt, egal von wo du bist, egal was für ein Lebensstand du hast, ja, wir sind alle aufeinander gleich. Und der Moment ist wichtig. Und trotzdem, es besteht die Gefahr, und Sie haben selber angesprochen, die 10-15%, wo man vielleicht das Klischee noch zementiert. Ja. Das Risiko, dass Leute auch über sie lachen, die eben wirklich anders denken. Also, blöd gesagt, dass jetzt zum Beispiel ein Weißer im Publikum fast so ein bisschen eine Absolution von ihnen überkommt. Ah, sehen Sie mal, wir können ja auch über den Schwarz lachen. Er macht es ja selber auch. Ja, für diese Leute gibt's, es gibt es eigentlich eine Lösung. Die Person hat ja nur seine Meinung, weil er in einer Gruppe ist, wo so eine Meinung gut findet. Wenn aber 80% vom Publikum darüber lachen kann, aber im Nachhinein dann sagt, jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ist es nicht so okay. Wenn er aber immer noch so eine Meinung hat, spätestens dann, wenn sich alle anderen hinterfragen oder sich irgendeine andere Meinung bildet haben, muss er sich dann auch hinterfragen. Und es ist schon gefordert, dass einer dann denkt, ja, es ist halt so, aber wenn die Mehrheit... Aber mit denen können sie leben, auch im Publikum. Irgendwo, es gibt kein there is no victory without sacrifice. Ja. Du musst dir trauen, es wird nicht immer alles gut sein. Aber ich vertraue den Leuten rundherum, dass sie das Richtige machen und dass sie es auch richtig verstehen. Aber ich gebe mir auch Mühe, dass es so überkommt. Jetzt kann man wirklich noch mal sagen, um noch mal auf den Anfang zurückzukommen, jetzt leben wir in spezielleren Zeiten. Und das Thema Rassismus, auch das Thema Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß, ist in einer anderen Zeit. Haben Sie das Gefühl, das wird auch Auswirkungen auf Ihren Humor haben? Also sprich, dass Sie seit dem Tod vielleicht von George Floyd, dass Sie denken, ich muss andere Witze machen, muss eine andere Comedy machen. Ich will sicher, was ich gerne mache in meiner Show, ist es so, oder was ich will versuchen, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass wenn Leute kommen, dass wir für einen Moment können vergessen, was war. Für einen Moment einfach, dass wir blöd tun können. Einfach mal lachen, uns wieder wie Menschen fühlen, uns wieder verbunden fühlen. Aber es muss auch die Momente geben, wo wir das müssen ansprechen. Oder wir müssen das Thema angehen. Wissen Sie schon, wie Sie das machen? Im Moment habe ich schon. Es dreht schon etwas, aber es muss. Ich finde es eben wichtig, wenn ich über das rede, dass sich niemand angegriffen fühlt. Dass jeder zwar herläuft. Es wird schwierig werden. Es wird schwierig. Es wird sicher schwierig. Ja. Aber wir müssen es so können machen, weil sobald Leute in einer defensive Position sind, du kannst nicht mehr mit Fakten reden. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Position vielleicht auch wechseln? Es gibt einen Satz, den ich sehr interessant gefunden habe, aus einem Interview aus dem 2015 aus der Weltwoche, wo Sie damals gesagt haben, es tut mir leid, aber ich finde rassistische Witze manchmal einfach lustig. Ja. Würden Sie das auch jetzt noch sagen? Dort muss ich ehrlich sagen, ich war jünger. Ich hätte vielleicht besser definieren, was ich damit meine. Es ist eine schwierige Aussage. Ich hätte besser definieren, was ich damit eigentlich wollte sagen, weil ich in Südafrika aufgewachsen bin, zum Beispiel. Und Apartheid war ein Teil des Lebens. Dann kommen auch die dementsprechenden Witze auch darüber. Mhm. Über das Thema. Und dann, wir haben es einfach rassistische Witze genannt. Aber nicht in dem Sinn, wir greifen uns an darüber, sondern wir haben die Witze gebraucht, um über das Thema zu sprechen und auch zum einfach für Erleichterung. Nur damit du über das Thema auf eine humorvolle Art und Weise reden kannst. Deswegen die Aussage würde ich es so heute nicht mehr sagen. Ich würde eher sagen, ethnische, gesellschaftliche Witze. Auch die, auf jeden Fall. Ja. Also, es muss ja sein. Wir dürfen ja übereinander auf eine humorvolle, respektvolle Art und Weise lachen. Und es wird spannend zu sehen, wie sie das alles aufnehmen. Yeah. Jetzt vielleicht auch im nächsten Programm, wenn wir über Black Lives Matter reden. Yeah. Ein Thema, das ihnen sehr am Herzen liegt. Und sie haben sich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht. Yeah. Angestoßen worden ist das durch den qualvoll grausamen Tod von George Floyd Ende Mai. Wir haben im Vorgespräch mit Ihnen haben wir über die Themen geredet und Sie haben gesagt, es sind vor allem Bilder, die Ihnen geblieben sind. Ja. Und vor allem zwei Bilder. Wir wollen uns die Bilder mal kurz anschauen. Das erste, das ist das Bild, das um die Welt gegangen ist. Ein brutales Bild bei der Verhaftung, wo George Floyd vom Polizist, wir sehen das jetzt gerade, abgedruckt wird.
gut 9 Minuten mit dem Knie auf dem Hals. Und sie haben gesagt, das ist ihnen so geblieben. Auch die Position des Polizisten. Warum genau? Weil er sitzt, also er hat das Knie, also er hat sein Knie auf seinem Hals und schaut so rein, als hätte er das Gefühl, das System schützt mich. Mhm. Es hat keine Konsequenzen für das, was ich mache. Kamera. Ja, er schaut direkt in die Kamera, es interessiert ihn nicht. Und das ist der Beweis, dass es doch ein System gibt oder ein System, wo wir leben, müssen wir langsam erkennen, dass es auf einer rassistischen Basis darauf gebaut worden ist. Das ist für sie aber nichts Neues. Also das hat sie nicht überrascht. Nur noch mehr eine Bestätigung von, wie weit so, sind wir immer noch so weit entfernt. So, das immer noch, ist es immer noch so schwierig über das System und nicht über einzelne Personen oder Erlebnisse. Wir müssen über das System die Wurzeln, über gewisse Probleme. Das müssen wir angehen. Und einfach ihn so zu sehen, so reinschauen, nicht nur er, sondern der asiatische Polizist nebenan, der einfach auch dort so gestanden ist. Ist einfach enttäuschend gewesen. Einfach, ja. Enttäuschung? Sind auch noch andere Gefühle mit? Also, was ist das vorherrschende Gefühl? Bestürzung oder Angst oder vielleicht Wut? Wie kann man das zusammenfassen? Angst, weil ich gewusst habe, schon anhand von diesen Bildern, wie ich gehört habe, wie er nach Mami geschrien hat. Ein Mann schreit nur nach seiner Mami, wenn er wirklich, als ein erwachsener Mann, nur wenn er wirklich Angst hat. Und er hat das gewusst, er wird sterben. Und wenn man das so sieht, ich habe gewusst, nachdem das wird etwas machen. Das hast du schon gewusst anhand der Bilder. Es hat mich hässlich gemacht. Ich war enttäuscht, weil ich dachte, sind wir immer noch so weit? Und auf eine Art müde. Ich war einfach so müde, weil ich einfach dachte, jetzt muss ich schon wieder über das reden. So, jetzt wieder muss ich die Gegenseite hören, respektlose Sätze. Und alles, was ich machen will, ist einfach, dass man eine gesunde Diskussion über das hat. Mhm. Und es macht es schwierig, sobald man so Bilder sieht, tut es gerade polarisieren. Und, ja. Jetzt gibt es ja durchaus eine Reaktion auf der ganzen Welt drauf. Die Leute gehen auf die Straße, es ist auch seit Wochen ist das Thema eigentlich präsent. Jetzt kann man sagen, die Fälle gibt es immer, wie Sie selber sagen, die gibt es alle paar Jahre wieder. Und alle paar Jahre sind die Leute sehr bestürzt und alle paar Jahre werden schwarze Kacheln über die sozialen Medien dann verteilt. Ja. Was braucht es, dass die Proteste jetzt nachhaltig sind für Sie? Dass es eben mehr ist als nur ein kurzer Prozess? Für mich, was es braucht, ist Aufklärung. Dass Leute wissen, woher das kommt. Und wissen, woher das System so ist. Wie zum Beispiel, es gibt ja Leute, die dann sagen, die Afrikaner in der Schweiz sind mehrheitlich kriminell. Und dann sage ich mir, aber wir müssen das jetzt mal zuerst mal hinterfragen, wie es dazu kommt. Vielleicht ist es auch so, weil wenn du zu wenig bekommst, zu wenig Chancen im Leben oder in dem Land, wo du bist, du resultierst halt zu Sachen, weil du willst ja essen. Es ist wie, wenn du einen Hund nichts zu essen gibst, der Hund will es holen. Wird suchen. Niemand hockt einfach dort und stirbt. Und dann, wenn man das noch weiterhin zurückgeht, wie kommt es dazu? Eben, sagen die Leute, wir können nicht alle aufnehmen. Aber klar, wir müssen uns fragen, wieso kommt es dazu, dass die Leute dann flüchten müssen? Wenn 14 afrikanische Nationen noch Frankreich Kolonialsteuern zahlen müssen, dann fehlt dort das Geld, um gegen Korruption zu kämpfen, um den Leuten dort zu helfen. Und die Leute werden dann abhauen. Das heisst, es ist alles miteinander verbunden. Wenn die Leute die Geschichte kennen, woher das kommt, wie ist die Richtung, wie ist es dazu gekommen, dass Europa so reich geworden ist, würden wir dann merken, es gibt gewisse Gesetze, gewisse Sachen, die wir müssen angehen, wir müssen über das diskutieren, weil das wird immer wieder vorkommen. Wenn wir bei der Geschichte sind, oder auch der innerafrikanischen Geschichte, sind wir auch in ihrer persönlichen Geschichte, natürlich sehr nah dran. Geboren im Kongo, die ersten Jahre dort verbracht, mit 5 Der Vater verloren bei einem Massaker. Der Vater ist erschossen worden. Dann sind sie mit der Familie geflüchtet auf Südafrika. Ja. Auch dort Rassismus erfahren. Ja. Und zwar nicht nur Rassismus durch Weiße, sondern auch Rassismus durch Schwarze. Ja. Das ist eine Geschichte, wo man sehr wenig darüber hört. Aber das gibt es eben auch, der innerafrikanische, innerschwarze Rassismus. Ja. Dann in die Schweiz kommen mit 13. Ja. Sie haben gesagt, die Anfänge waren sehr, sehr hart dort. Was war das Härteste? Die Sprache. Ja. Wobei die Sprache. Haben sie in einem Jahr haben sie Schweizerdeutsch. Ja, und ich habe mich
gut verständigen, aber es ist auch nur, weil meine Mutter uns an einem Ort hat und gesagt, hey, schau, das sind wir an einem Ort, wo niemand unsere Sprache redet, dann bist du gezwungen, die Sprache eigentlich zu lernen. Aber es ist sicher mal die Sprache gewesen, es ist sicher mal die kulturellen Unterschiede gewesen, wo du hast zu kämpfen gehabt, wo Leute irgendwie, sie haben ein Bild von Afrika gehabt, von Sachen, wo sie nur im Fernsehen gesehen haben. Und das, was sie im Fernsehen gesehen haben, hat nicht wirklich die Wahrheit gesprochen. Zum Beispiel eben unschuldige Fragen, die mir Leute dann gestellt haben, vor allem an Kind: Kennst du Lasagne? Und ich denke, ja. So, warum sollten wir keine Lasagne haben? Und dann mit der Zeit, wenn eben so Zeug eben wieder hörst, und gewisse Leute haben ja nichts dafür. Wir müssen die einen besseren Weg zeigen, die Leute belehren. Aber wenn die das wieder fahren, dann es macht das Leben für dich schwierig. Das konstant müssen beweisen, hey, die haben auch ein normales Leben gehabt. Das kann man ja ein bisschen auf Unwissenheit jetzt runterbrechen. Genau, ja, also das ist, wir reden von Niederlands bei Lenzburg, Kanton Aargau, wo man sich das vielleicht auch nicht so gewohnt war oder der Anblick von einem Schwarzen vielleicht speziell war. Der nächste Schritt, das sind dann aber wirklich auch rassistische Episoden. Das haben Sie auch erlebt als Jugendliche? Auf jeden Fall. Ich hatte schon Leute, die mich als Neger bezeichnet, bis zu dem heutigen Tag. Ja. Ich meine, letztes Jahr... Das hört man regelmäßig. Ja, letztes Jahr habe ich gegen den Philipp Gerber... Der Schwinger-Wettbewerb. Und ich weiss, beim letzten Wettbewerb, wenn ich den gewonnen habe, schreibt einer ernsthaft unter dran: guter Wettbewerb, aber bitte das nächste Mal nicht mit einem Neger. Wie reagiert man auf so etwas? Zuerst normalerweise schaue ich es an, du bist zuerst hässig. Aber ich finde dann immer, wie ich eben gesagt habe, wenn 10% einer so eine Meinung hat, ich muss ihm zeigen, dass die Mehrheit das nicht denkt. Und was ich immer mache, ist, ich schreibe unten dran und sage die Person, du hast jetzt einfach alle gerade gezeigt, was für ein Mensch das du bist. Mhm. Ich gebe dir eine Chance, den Kommentar zu löschen. Sonst, ich mache einen Screenshot, tue das in meine Story rein und sage einfach den Leuten, schreiben dazu, was ihr wollt. Und der das gelöscht oder nicht? Du siehst es recht schnell. Er hat Leute angefangen zu blockieren, die ich kennt, weil sie einfach sagen, hey, was fällt dir ein, so etwas zu schreiben? Ich meine, er hat ja nichts persönlich angetan. Es ist 15 Minuten gegangen, er hat mich blockiert, den Kommentar gelöscht. Und so habe ich das Gefühl, wenn einer so etwas macht und die Mehrheit ihm zeigt, es geht nicht, dann werden wir das lernen. Jetzt manifestiert sich dort der Rassismus ja sehr deutlich. Ja. Das kann man auch sagen, auch durch die Sprache. Jetzt gibt es aber in der Schweiz etwas, wo ganz viele Leute und auch ganz viele Schwarze sagen, das ist so ein bisschen das, Experten nennen das rassistische Grundrauschen. Es ist so ein bisschen etwas, was man nicht richtig fassen kann. So ein bisschen der Alltagsrassismus. Hier und da kommen so Geschichten auf. Mhm. Es gibt eine ganz spannende Geschichte von der Oprah Winfrey, vielleicht die berühmteste, bekannteste schwarze Frau, die damals an die Hochzeit von der Tina Turner auf Zürich gekommen ist. Und dann ist sie in eine Boutique in Zürich reingegangen und wollte eine Tasche kaufen. Und was ihr dort passiert ist, wenn wir uns ganz kurz anhören. And I say to the woman, excuse me, may I see that bag right above your head? And she says to me, no, it's too expensive. And I said, no, see the black one, the one that's folded over, blah, blah, blah. And she said, no, you don't want to see that one. You want to see this one, because that one will cost too much. You will not be able to afford that. Also so ein bisschen das, viele reden so von einem höflichen Rassismus und eben so ein bisschen das Alltägliche nervt das fast noch ein bisschen mehr. Ich weiss, Sie haben das auch erlebt, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen. Es wird dann nicht offen angesprochen, aber man merkt, irgendwo ist es etwas. Es ist schwierig, über das zu reden, weil die Leute verstehen nicht ganz, woher es kommt. Deswegen eben sage ich, wenn es ein System gibt, das auf etwas, auf Rassismus aufgebaut ist, die Gesetze obendrauf, das verwandelt sich, anstatt nur das System, geht es ins Kulturelle rein, ins Denken. Wie zum Beispiel die Symbole von diesen Adliger, von den abgeschlagenen Köpfen von den Afrikaner. Wenn du denn damals den Leuten erzählt hast, dass Afrikaner sind unterentwickelt. Und wenn das dann weitergeht, Generation für Generation, Afrikaner sind arm, dies und das, das manifestiert das sich das. Ja. Und gewisse Leute sind dann unschuldig damit, aber gewisse Leute sind nicht unschuldig. Dann ist es unsere Aufgabe, nicht nur mehr Schwarze, wie es egal wäre, denen einen besseren Weg zu zeigen. Und dann ist es eben, und das macht es eben schwierig, Leute zu sagen, du bist kein Rassist, aber es gibt gewisse Vorurteile oder gewisse Sachen, die vererbt worden sind, wo wir vielleicht mal darüber schwätzen. Ja. Und die darauf beharren, dann ist klar, was du bist.
Also, und das ist eben das, was es eben so schwierig macht. Wie zum Beispiel gewisse Leute meinen es nett, gewisse Leute meinen es nicht nett. Es ist schwierig zu verstehen, wenn jemand plötzlich auf mich zuläuft und dann redet die Person, sagen wir Englisch, Deutsch oder Hochdeutsch. Ich antworte auf Schweizerdeutsch. Spätestens dann sollst du es einsehen und einfach Schweizerdeutsch reden und sagen, oh, sorry. Aber wenn du dann weitermachst, dann mach es weiter. Und du denkst, jetzt wird es zum Aufhören und jetzt ist es eher so, okay, mach das jetzt extra. Vielleicht schämt er sich und will jetzt nicht mehr weg und denkt, oh, aber jetzt nimm ich es eben rassistisch auf. Und so fährt der Kreis an. Und es ist dann schwierig, Leute dann zu sagen, hey, es ist zum Teil okay, wenn du Vorurteile hast. Es ist okay, wenn du gewisse Sachen machst, wo du nicht so gemeint hast, aber wenn du es weißt und es weiterhin machst, dann ist es eben nicht mehr okay. Wenn man von Vorurteilen redet, das ist ein weiteres Feld, das im Moment sehr heftig debattiert wird. Vorurteile zum Beispiel bei der Polizei, wo man sagt, die gehen ganz bewusst auf Schwarze zu. Da reden wir von Racial Profiling. Ja. Haben Sie das auch schon erlebt? Oh, das habe ich auch schon erlebt. Ich meine, das erste Mal... Können Sie das Beispiel? Ja, das erste Mal, wo ich kontrolliert wurde bin in der Schweiz, ist als 16-Jähriger beim Niederdörfli. Gerade neben dem Zentral. Ich bin dort gestanden. Und es sind 4 Polizisten um mich herum, wirklich gross, um mich herum gestanden. Und ich weiss noch das Gesicht vom einen, wenn er dann gemerkt hat, wie jung ich bin, dass er dann gemerkt hat, hey, das ist jetzt nicht okay. Aber die anderen haben es knallhart durchgezogen. Ich habe mich so erbärmlich gefühlt als 16-Jähriger, müssen meinen Rucksack leeren, als hätte ich irgendetwas gemacht. Und zum Teil, ich verstehe, sie machen ihren Job. Zum Teil. Aber es gibt auch die Leute, die es dann falsch machen. Und über die sollte man auch können reden. Wir müssen den Polizisten auch eine Möglichkeit geben, dass sie mal ihre Arbeitskollegen dann sagen, hey, das geht nicht. Ohne, dass sie das Gefühl haben, hey, ich komme jetzt dran, ich bin ein Verräter. Aber systematisch filzen oder einfach kontrolliert werden, also das gehört zu einem, ich sage jetzt nicht zum Alltag. Nein, nicht zum Alltag. Umso älter dass ich geworden bin, umso mehr habe ich auch gemerkt, es kommt darauf an, wie du laufst. So blöd wie es klingt. Wirklich, wie du laufst. Wie laufst, also so bedrohlich oder wie man sich gibt? Oder wie muss wenn man sich du einen gewissen Swag hast, wo ich weiss, also ein bisschen locker. Ja, ein gewissen Swag hast, so ein Hip-Hop-Slag, Swag. Dann wirst du auch. Ich bin auch ein Mensch, wo du fällst auf. Ja. Je nachdem, wie du dich gibst und vor allem, wie du angelegt bist. Mit den Jahren habe ich auch gemerkt, es gibt gewisse Sachen, wo Polizisten mit den Jahren darauf schauen. Wo sie sagen, die haben mehrheitlich so Leute verwünscht. Und dann fängt er auch so an zu denken. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, dass sie trotz ihrem Job, trotzdem das Profiling, das sie mühen, es gibt gewisse Leute, die sie mühen können anschauen und sagen, irgendetwas stimmt nicht, das müssen sie können. Aber irgendwie müssen wir einen Weg finden, dass es eben nicht so viel von der Falschen trifft. Wie finden wir den Weg? Ich habe gesagt, wir haben auch in dieser Diskussion, Black Lives Matter, sind zwei Fotos, die Ihnen sehr geblieben sind. Das zweite Foto möchte ich doch auch noch mal zeigen, weil es ist ein hoffnungsvolles Foto. Und zwar ist es passiert an einer Kundgebung in London, wo ein Schwarzer, ein Weißer und notabene ein Weißer, der wahrscheinlich gegen die Schwarzen protestiert und demonstriert hat, aus der Menge zieht. Ist das für Sie auch ein Teil Hoffnung, dass man es zusammen mühen und können bewältigen? Es ist nicht nur das, es ist die ganze Bewegung, wenn man es anschaut. Ich meine, für jemanden, der Apartheid gesehen hat, muss ich dann sagen, noch nie habe ich so viele Leute von den USA bis zu Japan, ich meine, die haben den Ausländeranteil von 2 oder 4%, sogar die haben demonstriert. Es zeigt, dass weltweit dass die Leute endlich umso mehr Informationen, die sie jetzt bekommen, umso mehr sie die Hintergrundgeschichte dann sehen, haben sie dann auch erkennen, schauen, es ist nicht einfach, aber wir müssen miteinander reden. Wir als Gesellschaft müssen auch mit Polizisten reden, damit wir auch ihre Seite dann hören. Wie kommt es dazu? Wir können nicht einfach sagen, es sind alle Arschlöcher. Wir müssen auch mit denen hocken und fragen, wie kommt es dazu? Wie ist es so? Vielleicht könnten wir denen dann helfen, einen Weg zu finden, dass sie eben nicht immer die falschen Schäben treffen. Für das braucht es Zeit, für das braucht es Ruhe, für das braucht es auch so eine gewisse vielleicht Gelassenheit und nicht so eine aufgeregte Stimmung. Sind Sie zuversichtlich, dass wir so weit kommen? Ich glaube, wenn die Medien in Zukunft eben gewisse strenge Sachen debatten, bevor wir schon darüber berichten, wenn wir den Leuten die Informationen im Voraus geben und sie eine gesunde Diskussion schon untereinander haben können, dann glaube ich,
dass wir es herbringen, weil das Bild zeigt es auch. Jemand, der hätte herhören können, das Problem erkennen, findet es nicht richtig. Und weißt du was, ich kämpfe dafür. Ich bin mir sicher, sicher, dass wir das schaffen. Es braucht einfach zum Teil auch die richtigen Leute, die die Diskussionen führen. Letzte Frage. Wir haben ein bisschen etwas von Ihrer Kindheit mitbekommen, ja, von Ihrer Jugend. Es war keine einfache Kindheit. Wir haben auch etwas mitbekommen über Geschichten, die Sie geprägt haben. Mhm. Jetzt hat ja aus dem Charles Anguilla ein verbitterter, wütiger Mann können werden. Aber Sie haben einen anderen Weg gewählt. Sie sind ein lustiger Mann geworden, der die Leute zum Lachen bringt. Warum? Warum? Wer sagt, dass ich nicht immer hässlich bin? Sie machen nicht rein, aber natürlich bei uns, ich glaube, das ist ein Markenzeichen, glaube ich, von uns Afrikanern. Glaube mein Vater hat immer gesagt, oder damals dann gesagt, egal wie arm dass du bist, solange dass du noch lachst, bist du reicher als alle anderen. Und egal wie schlimm eine Situation ist, glaube meine Familie hat mir einfach immer beigebracht, lach drüber, du lebst nur einmal. Du wirst das ganze Leben hässig durchgehen. Es gibt eine Zeit für alles. Das stimmt, es gibt eine Zeit zum hässig sein, aber mehrheitlich, dass du einfach Hoffnung an die Menschheit hast, egal was dir widerfährt. Und es ist nicht immer einfach, das gebe ich wirklich auch selber zu. Aber durch dem, dass meine Familie glaub, mir das beigebracht hat, glaube ich, bin ich so durch die Welt gelaufen. So, hey, look, es gibt schlimme Sachen, aber ich lebe einmal und ich darf nicht die ganze Zeit hässig sein. Und so geht das. Das lassen wir am Schluss abstehen. Besser jetzt. Nicht mehr. Danke Ihnen vielmals für den Besuch im Studio. Danke fürs Gespräch, Charles Anguilla. Merci. Danke. Ja, und danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Über Rassismus in der Schweiz redet morgen übrigens auch mein Kollege Sander Botz in der Arena. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, nächste Woche wieder. Bis dann, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen. We'll be right back.